Herzlich willkommen zum kleinen Video. Und zwar kennen wir alle Windows 10 und diese sogenannte Spy-Funktion. Das kann man abschalten, dafür gibt es diverse kleinere Programme inzwischen. Hier haben wir mal eins von einem bekannten Softwarehersteller, von O&O Software. Das fand ich halt eigentlich ganz hübsch. Start's mal. Jetzt hat er nämlich diese schicke Oberfläche nur. Das hat unterschiedliche Funktionen, hier sieht man das. Hier ist ja auch, ist der Schalter grün, ist die Privatsphäre geschützt, ist der rot, ist es ungeschützt, also Werkseinstellung. Hier gibt es mehrere Einstellungen, wir sehen auch hier hinter die Wichtigkeit. Wenn wir jetzt hier oben auf Aktion klicken, zum Beispiel alle Empfohlenen, dann sagt er, möchten Sie einen Herstellungspunkt erstellen lassen? Ja. Hat er jetzt erstellt in meinem Fall. Und dann sehen wir hier noch ein paar deaktivierte. Die können wir auch machen, entweder wir machen das einzeln, so wie wir das brauchen. Was ich zum Beispiel jetzt mal anders würde, wäre der Windows Defender und die OwnCloud. Die Update-Funktion würde ich noch nicht mal so dringend anlaufen. Die kann ich ja immer noch selbst aktivieren. Den Smart-Filter, den finde ich auch nicht so prickelnd. So, dann hätten wir das auf Werkseinstellung. Jetzt kriegen wir natürlich noch die Mitteilung, wir müssten mal neu starten kurz. Das machen wir auch mal gleich. Nachdem wir neu gestartet haben, können wir uns irgendwo mal angucken. Wir müssen jetzt immer mit erweiterten Systemrechten starten und er hat alles übernommen. Das war's damit und viel Spaß.